Hi, André hier. Ich sehe so viele Menschen, die sind so talentiert. Die haben so ein großes Geschenk mitgegeben. Menschen, die vielleicht inspirierender sind, als ein Tony Robbins es jemals sein wird. Oder auch Menschen, die eine Präsenz haben, die weit über das hinausgeht, was Eckhart Tolle zum Beispiel hat, die wirklich einfach klar und da sind. Oder Menschen, die ein unglaubliches Gespür für Business haben, die geile Ideen haben und die auch, dieses gewisse Etwas haben, was es braucht, um diese Dinge umzusetzen. Vielleicht viel besser, als es ein Richard Branson jemals könnte oder als die Geissens oder irgendwer. Das heißt, ich sehe so viel Talent in Menschen. Doch was macht 98% der Bevölkerung mit ihrem Talent? Sie verschwenden es. Sie lassen es brach liegen. Sie stehen lieber am Spielfeldrand des Lebens so und gucken den paar Leuten zu, die da auf dem Spielfeld sind. Den gucken sie zu und sagen, aha, schön, guck mal da. Richard Branson macht er jetzt hier Virgin Air und so. Und dann hier, keine Ahnung, hat er Virgin Telefon. Ach toll, wie der das macht. Ja, könnte ich auch und so. Ne? Hm? Und die schauen dazu und kommen niemals auf das Spielfeld. Und das ist so eine Verschwendung. Denn ich glaube ganz fest daran, dass jeder von uns hier ist, um sein Talent auch in die Welt zu bringen. Um das Geschenk, was uns mitgegeben ist, wirklich auch mit der Welt zu teilen. Und es nicht zurückzuhalten, vielleicht aus Angst. Was sagen die anderen? Boah, was sagen die Nachbarn? Was denken meine Freunde, wenn ich jetzt anfange? Wenn die mich jetzt auf YouTube sehen und sehen, was ich da für Sachen mache, dann denken die alle voll, ich habe einen Knall. Denken die sowieso, ne? Davon abgesehen, also irgendwer denkt das sowieso von dir. Und es ist völlig egal, was die Leute denken. Oder vielleicht auch, weil manche Menschen denken, ja, aber was ich machen will, das gibt es ja schon. Es gibt niemals das, was du machen willst. Du hast deine ganz eigene Perspektive auf die Dinge. Du hast deinen ganz eigenen Spin. Du bringst deine ganz eigene Energie mit in das rein, was es hier rauszubringen gibt. Ich bin auch nicht der erste Mensch, der YouTube-Videos macht. Die gibt es schon, ne? Hätte sagen können, nee, YouTube-Videos, meine ich, gibt's ja schon. Aber ich habe eine ganz eigene Art, die ich mit reinbringe. Und du, genau so hast du eine ganz eigene Art, die du in etwas mit reinbringst. Und zwar eine Art, die auch niemand anders hat. Und die auch niemand anders vorgeben kann zu haben. Das heißt, jeder von uns hat durch seine Erfahrung, durch seine Persönlichkeit etwas, was es so in der Welt nicht gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du das auch rausbringst und zwar auf deine Art und Weise. Vielleicht denkst du auch, ja, André, das klingt ja alles toll, aber meins ist gar nicht gut genug, ne? Weil ich habe nicht genug Zertifikate an der Wand und außerdem habe ich noch nicht 37 Jahre Erfahrung so und, meins ist nicht gar nicht gut genug. Deins ist gut genug. Denn egal, wo du gerade bist, du kannst jemandem helfen mit damit, wo du bist. Weil du bist ja ein Stück des Wegs schon gegangen. Und es gibt immer Menschen, die sind auf einem anderen Teil des Weges und denen kannst du helfen. Du kannst auch Menschen mitnehmen auf deiner Reise. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt eine Reise, ich gehe das jetzt an, ich will mehr Energie in meinem Leben, dann kannst du Menschen mitnehmen auf diese Reise. Ich wünschte, ich hätte das damals schon getan. Ne? Ich wünschte, ich hätte 2003, wäre die Technik so weit gewesen, dass ich gesagt habe, hey, ich habe immer eine Kamera dabei und so und film mich mal. Und film mich mal auf dieser Reise, die ich gemacht habe. Weil ich glaube, das wäre so unglaublich wertvoll gewesen für Menschen, einfach zu sehen, die Entwicklung, die man auch machen kann. Und deswegen, es ist so wichtig, egal was dein Talent ist, was deine Reise ist, es ist so wichtig, dass du dich traust, dass du dafür gehst und dass du es auch rausbringst in die Welt. Denn mal ganz ehrlich, wir leben in einer fantastischen Zeit. Es war doch nie so einfach wie heute, rauszugehen mit dem, was in dir ist. YouTube-Videos zu machen, ein Geschäft zu gründen, online, das war noch nie so einfach wie heute. Das heißt, es gibt keine Ausreden mehr. Keine Ausreden, es gelten auch keine. Also, von wegen, was denken die anderen? Hat dich sowieso nicht zu interessieren, denn was andere von dir denken, geht dich gar nichts an. Ne? Und ja, das gibt's ja schon, gilt auch nicht, weil es gibt nicht deinen Spin auf diese Geschichte. Und oh, das ist nicht gut genug, gilt auch nicht, weil gut ist gut genug und dein Ding hilft so vielen Menschen. Das heißt, es gibt keine Ausreden, die Technik ist da, du kannst alles lernen und deswegen, wenn es etwas gibt in dir, was raus will in die Welt, dann verschwende dein Talent nicht, sondern geh wirklich dafür. Gib alles rein, gib 100% und teile das, was in dir ist, mit der Welt. Komm endlich auf das Spielfeld deines Lebens. Jetzt!